Meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf den von allen gespannten Patch von Lion Rangers Update 3, beziehungsweise Season 3 ist raus. Seit heute, seit wenigen Stunden und mehr sind schon Kommentare zu Ohren gekommen, dass das Update überhaupt nicht zufriedenstellend sein soll. Ich update noch, also lassen wir uns mal ein bisschen überraschen. Ihr seht so einige Pop-Ups da oben, die sind durch die App Line, also die habe ich jetzt nicht eingeblendet oder so, die passieren einfach, also da kann ich leider nichts für. Und ihr seht schon, Geldmacherei, sagt hier einer, das ist total doof, die Gegner sind zu viel stark geworden und so weiter. Wir werden es einfach mal testen, wir werden in diesem Update alles ausgiebig versuchen zu testen, ansonsten noch im nächsten Part, übernächsten Part, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das Update heute sich so entwickelt hat. Wir werden auch mal versuchen, die positiven Seiten zu sehen, weil ich habe bisher nur Negatives gelesen. Das wollen wir natürlich nicht unbedingt nur. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen, was das werden soll. Und ja, ich warte noch auf das Update. Die Informationen werden geladen. Hilfe sind dann ein Ranger aus, der deinem Freund hilft. Das hat sich zumindest schon mal nicht geändert. Ich würde jetzt gerne nochmal diese Google Play Patch Note zeigen. Ist ja aber jetzt egal. Ich denke, wir werden das drin so oder so sehen. Das heißt, wir lassen sie jetzt noch ein paar Minuten kurz hier. Ne? Also übrigens neuer Sound, wenn ihr mal hinhört. Der war vorher anders beim Login und wahrscheinlich dann auch im Hauptmenü. So, Formradung vielleicht 93%, meine lieben Freunde. 94%, 99% und 100%. So, ich habe mir, wie gesagt, gestern noch einen Screenshot von Graf Steady gemacht, weil einige Ranger ja justiert werden. So, Update-Belohnung 30 Rubine dafür, dass wir zumindest schon mal geupdatet haben, ist also schon mal fertig. Kriegen wir halt schon mal die Rubine. So, ich denke mal, wir werden das erstmal schließen. Gacha Odds Boost for New Rangers. Gadget, okay, Star Goddess Connie, die kriegt man, glaube ich, für das Preseason Register, aber check mal gleich wieder nochmal aus. So, okay, 200% Bonus kriegt man jetzt durch die Rubine, nicht nur 150, sondern also bis zu 200% ist jetzt also möglich. So, das haben wir hier noch und wir haben nochmal 20 Rubine Teamgefechtbelohnung bekommen, weil ja, wie gesagt, der Rang heute abgeschnitten wurde. Und somit heute eine oder morgen eine neue Kampf-Season anfängt sozusagen. Okay, Lion, das bringt dir eine Menge Spaß, siehst du dir an. Starte Gegneraktivitäten mit deinen Freunden, hol dir mächtige Ranger und Ausrüstung. Erlebe einen Angriff mit deinen Gildenmitgliedern. Und da haben wir natürlich unsere Teams, Team A und Team B. Die Standardmenüs sind unten nun verfügbar. Mein Team Upgrade, Sammlung, Schatz, Freund, Mission und Geschenke, beziehungsweise Geschenkbox, die ist jetzt nicht mehr hier an der Seite, sondern hier unten jetzt reingepackt worden. Befreiung Hauptlevel Sally und den gelben Planeten. Oh, die Sonderbelohnung in Bonuslevels ab. Genieße Arena-Kämpfe mit verschiedenen Rangern. Wetteifere um die besten Liga-Rang und genieße Kämpfe mit endlosen Gegnerwellen. Was sagst du jetzt? Klasse, was? Start jetzt den Ranger-Abenteuer. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal von links nach rechts an. Und zwar fangen wir hier unten an. Mein Team. Was hat sich da von der Übersicht her geändert? Das ist wahrscheinlich das unspektakulärste überhaupt, aber ich fange damit an. Ich weiß, ich bin gemein. Wir müssen die ganzen Funktionen erstmal nachladen lassen, weil das ist jetzt natürlich die ganzen Grafiken, die jetzt vielleicht überarbeitet wurden oder die Menüs werden natürlich erstmal neu geladen. Deswegen kann es jetzt gerade ein bisschen dauern, aber ich sehe schon wieder 12 FPS, sollte also gleich fertig sein, 11 FPS, na gut, 10. Lädt es irgendwann mal? Nö. Warum lädt es nicht? Gut, also funktioniert schon mal nicht. Warum geht das nicht? Doch, jetzt geht's. Okay, hat ein bisschen gedauert. Die ganzen, okay, Einheiten sind ganz normal geblieben von den Splash Arts. Auch hier oben haben wir jetzt ein neues. Und zwar, achso, können wir direkt uns rumswitchen zu Hauptlevel PvP, mein Team, Gacha, Gilde und so weiter. Also kann man halt im Menü direkt hier rumswitchen. Egal, wir gehen mal wieder zurück zum Hauptmenü. Und werden den nächsten Button andrücken. Upgrade. Die letzten Upgrades haben 160.000 gekostet. 9.000, 22.000. Ich glaube, das wurde gesenkt, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall, die Fähigkeiten sind gleich geblieben. Aber es kann sein, dass die kosten. Musste mal gucken. Ich hab ja fast ein Level ab. Müssen wir beim nächsten Part mal gucken, ob die immer noch so 160.000 kosten. Ich weiß nicht mehr, wie teuer die waren. Keine Ahnung. Sammlung. Wie sieht's denn da aus, meine lieben Freunde? Ja, ihr müsst euch ein kleines bisschen gedulden für die ganzen neuen Features. Die werden alle schon noch gezeigt. Don't worry. Okay, hat sich auch nicht viel geändert. Wir könnten noch beim Bonus theoretisch gucken. Das kann man später machen. Ob es da irgendwie neue Sets gibt. Okay, gehen wir mal über die neuen Funktionen durch. Dann schauen wir einfach mal ganz nach links. Labor. Demnächst. Gibt es also bald, haben die sich schon mal ein Dings,
einen Platzhalter geschaffen. Demnächst gibt es auch erst die Gildenkämpfe. Gacha haben wir jederzeit, also hier oben, das verfolgt einen. Klicken wir mal drauf. Es soll ein 30 plus 10 Gacha, glaube ich, oder 30 plus 5 Gacha geben. Wusstest du, dass du Ausrüstung deiner Ranger mächtiger werden? Probiere die Ausrüstungs-Gacha. Für nur Rubine kriegen wir es aktuell. Ausrüstung, Übungs. Okay, Übungsausrüstung. Also kriegen wir ein Übungszeug so ein bisschen. Einfach mal, um zu testen, wie ist denn das überhaupt? Da schauen wir uns mal an. Das Line Ranger Symbol mit Lava geflutet. Wow, was für ein Ausrüstung. Was für eine Ausrüstung. Tipp im Fenster Ranger Test auf die Ausrüstung, um damit deine Ranger auszustatten. Und zwar magischer Angriff plus 56. Okay. Interessant, es hat halt nur ein Stern, ne? Eschenstab, das ist jetzt nicht allzu stark. Wird es wahrscheinlich auch wieder bis zu 8 Sternen hochgeben. Okay, Gacha. Gehen wir trotzdem nochmal rein. Das wollte ich überhaupt gar nicht gucken ursprünglich. Haben wir normal. 1 bis 4. Oh, 1 bis 4 mit Freundschaftsgacha. Geil. Das heißt, ich muss jetzt doch wieder Freundschaftsgacha machen. Weil es jetzt noch die 4-Sterne-Dinger mit Freundschaftsgacha gibt. Interessant. Und da haben wir hier Legend. 6 bis 8. Das ist halt das ganz normale gewesen. Das, was jetzt nur noch 30 kostet. Vorher war es halt gewesen 40. Und das hier wurde sich schon beschwert. Klasse 5 bis 8 Ranger kann man hier jetzt bekommen. Für 150. Kostet zwar 50 weniger, man hat aber die Möglichkeit, oder den, ja, den bitteren Beigeschmack, auch 5 Sterne Ranger zu bekommen durch dieses Event. Ist jetzt nicht ganz so toll, finde ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so ärgerlich, muss ich gestehen. Ich meine, das sind 50 weniger. Dafür, dass die gleiche Anzahl Rangern bleibt, jetzt muss man natürlich gucken, wie ist das Verhältnis von den 5 Sternen zu dem Rest. Und hier kann man dann Ausrüstung, kann man sich hier noch umswitchen, Ranger-Ausrüstung. Rare Weapon 5 plus 1, 3 bis 6 Sterne, Items, Rare Armor Set. Es gibt also Waffen, Rüstung und Accessoires, also Zusätze, die man sich durch die Ranger, oder die man die Ranger ausrüsten kann. Und die schauen wir uns doch gleich mal an, würde ich sagen. Wir gehen jetzt direkt mal auf mein Team, jetzt hätte ich hier hinklicken können auf Sally, aber egal, die ist ja sowieso gleich die erste. Und dann schauen wir uns den Schaden mal an. Ich habe, okay, es ist nur noch Intelligenz. Und die, es gibt also, ja, wurde ja irgendwie gestern schon in der Line Ranger Gruppe beredet, dass es angeblich keinen Splash mehr geben soll. Das werden wir gleich herausfinden oder beim nächsten Part mal schauen. Details. Angriffe pro Sekunde, 1723, also Angriffsschaden pro Sekunde, glaube ich, nicht Angriffe pro Sekunde. Vorher hatte sie 300.000 Schaden gehabt. Was sagt mir das jetzt? Vorher hat sie 2450 gekostet, jetzt kostet sie 1340. Was sagt mir das jetzt? Vorher hatte sie 2,4 Millionen HP gehabt, jetzt hat sie 12.000. Was sagt mir das jetzt? Angriffstempo von sehr langsam auf normal und Tempo von normal auf schnell. Interessant. Und Halloween Booster? Am Arsch, alter Line Ranger, wollte mich... Ganz ruhig. Warum? Warum wurde meine Sally, für die ich echt Geld bezahlt habe, genau nach diesem Event genervt? Warum? Right Games Taktik. Wie ich es bereits erwähnte. So, hier können wir den Essenstab ausrüsten. Wir werden uns überraschen lassen. Ich werde noch nicht voreilig, voreilig hier handeln. So, physischen Angriff plus 47. Können wir also schon mal ausstatten. Ja, 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 laber nicht. Und Eschenstab könnte man jetzt theoretisch ausstatten. Wir können die Dinger auch verbessern. Magischer Angriff, ich glaube, was hat sie denn? Hat sie magischen oder physischen Schaden? Habe ich den jetzt ernsthaft gelöscht? Sie hat mehr magischen Schaden als physischen Schaden. Okay. Jetzt habe ich aber das andere Item gelöscht anscheinend. Weil wenn man anscheinend eins raufpackt, dann ist das gelöscht, das alte. Man kann es also nicht mehr rausnehmen. Entfernen. Okay, alles klar. Man kann die Dinger auch noch verbessern. Mit Coins oder mit Rubinen? Okay, man muss Material reinpacken, alles klar. Naschhorn-Dolch. Wird es jetzt auch so verbessern? Wähle etwas aus als Verbesserungsmaterial. Okay. Muss man also für Coins verbessern und das Ding wird stärker. Wir haben anscheinend so ein Material schon mal bekommen gehabt. Und plus 168 an Schaden. Verbessere bis plus 5. Okay, verstehe. Da weiß ich jetzt noch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es definitiv beschissen, dass die ganzen Attacks und... hier die ganzen Stats umgeändert wurden. James, 18.000. Was soll ich dazu sagen, meine Freunde? Er hat 246 Armor. Warum hat er Armor? Und sie hat, Graf Silik, gar keine Armor.
Gewandtheit. Also es gibt Stärke, Gewandtheit und Intelligenz, ne? Hat man ja letztes Mal schon gesehen gehabt. Anscheinend hat jeder Ranger jetzt auch noch eine Geschichte. Will ich jetzt nicht raufklicken, bin uninteressant gerade. Auf jeden Fall wurde erstmal mein Buff verhindert, also mein Buff genervt. Ah, ich klicke jetzt trotzdem mal drauf. Geschichte. Achso, Geschichte ist die, das, was so ein Detail, was ursprünglich hier stand und halt wie es aufgerüstet wurde. Oder wie es aufgerüstet werden kann. Gut, Gilde. Das ist ja das, wo viele auch hin wollten, die Gilde. Es scheint, dass wir Hilfe brauchen, um den gelben Stein zu schützen. Ich habe es nicht weiter. Ich hatte gehofft, das wird viel zu schnell. Viel zu schnell. Tritt der besten Gilde bei und kämpfe. Ja, lass uns doch mal überraschen. Nutzungsbedingungen für Gildendienste. Ja, natürlich alle durchlesen. Logisch, logisch. Haben wir natürlich alle durchgelesen jetzt. Wir könnten eine neue Gilde gönnen. Es gibt verschiedene Gilden, die auch schon bestimmte Stufen haben. Wenn wir jetzt einfach mal eine Gilde erstellen, die nur 1 Million kostet, ist ja günstig. Mache ich aber, das ist überhaupt kein Problem. Besser als Rubine. 1 Million Coins sind schnell gefarmt. Die Frage ist, welches Zeichen nehmen wir für die Darks Army? Ich werde jede Gilde, die ich immer nenne, Darks Army nennen oder der HB Darks Army nennen. Gibt es hier kein Schwertsymbol, aber dieser blaue. Wobei, das sieht ziemlich cool aus, ehrlich gesagt. Also, es ist nicht nur, weil es Standard ist, sondern es sieht ziemlich cool aus. Oder den Blitz. Also eins von den dreien hier, wobei ich. Also, entweder den Stern oder das hier. Mach mal. Ups. Ah, doch. Irgendwo ist meine Texteingabe, ist aber auch egal. So, Darks Army. Wunderbar. Prüfen. Dieser Genom ist frei, nehmen wir auch. Wir werden auf jeden Fall gleich direkt mal unsere Nationalflagge Deutschland wählen, damit wir die Leute wissen, was Genehmigung nötig. So, stellt diese Funktion auf ein, wenn der Gildenchef Betreibung genehmigen soll. Ist die Funktion aus, kann die da einfach beitreten. Natürlich nicht, die wird natürlich angeschaltet. Ganz logisch. Gildenübersicht. Gilde des deutschen YouTubers Dark Hunter. Wer? Naja. Ist okay. Ich denke, das reicht so. Dann würde ich sagen, erstellen wir die einfach mal. 1 Million Coins ist eine ganze Menge, aber ist okay. So, da haben wir Einsamer Wanderer Gilde. Wir können aktuell nur 20 Mitglieder aufnehmen. Das ist ein bisschen wenig, aber ich denke, durch Gilden-Upgrades können wir die anscheinend noch ein bisschen steigern. Okay, die Mitglieder sind wir hier. Sehen wir alle, ne? Sehen wir da halt in der Gilde. Geschichte. Dark ist einer Gilde beigetreten. Du hast jetzt noch 100 Einträge werden angezeigt. Was haben wir hier? Achso, Gilde suchen. Verstehe. Meine Gilde. Shop. Was haben wir denn im Shop? 22 Minuten ist noch Restzeit für den heutigen Shop, glaube ich. Also dann ist 16 Uhr. Zubehör. Totenkopfringe. Physischer Angriff plus 106. Fertigkeiten aktivieren plus 1,9% für 3600 dieser komischen Gildenpunkte. Zubehör. Nacht. Blablabla. Nachthimmeltasche 84.000, also gibt immer ein bisschen teurere PvP-Shop. Arena-Shop gibt es später auch noch, aber ich denke mal, das reicht erstmal hier in dem Shop. Hier kann man auf jeden Fall eine ganze Menge machen, Leute. Ich bin gleich mit dem ersten Part hier durch und so, was haben wir hier noch? Achso, das war die Einstellung. Info verwalten, was haben wir denn hier? Da kann man nämlich ein bisschen was einstellen, kann man nämlich genauso auch wieder das Symbol ändern. Genau, alle Symbole kann man ja auswählen. Bewerbungen verwalten. Warte. Wer beitreten möchte, muss seinen Line-Namen unter das aktuellste Line-Ranger-Video. Ach, geht gar nicht weiter. Muss seinen. Okay, warum geht es wieder zurück? Doch. Muss unter ein Line-Ranger-Video posten. So. Ich habe es auf jeden Fall schon mal erstellt, so eine Beschreibung jetzt, ne? Leider ist relativ kurz der Text. Bewerbungen verwalten. Hinweise verwalten. Kein Hinweis gepostet. Was sind denn Hinweise, bitteschön? Ah, ist egal. Achso, kein Hinweis gepostet. Ach, das ist. Hallo. Ihr Neulinge. Haha. So, posten. Hinweis erstellt. Gildenkampf beantragen. Man kann also einen Gildenkampf, den es demnächst geben wird, beantragen. Gilde löschen. Gilde kann aufgelöst werden, wenn sie keine Fall erstellen. Und dann gehen müssen 24 Stunden vergehen. Austreten kann man auch noch. So, meine lieben Freunde. Die Gilde ist erstellt. Der heutige Part ist damit erst einmal beendet. Wenn dann plus 2% gibt es durch diese Gilde schon mal. Teilnehmen.
Tagesprämie. 100, okay, heutige Anwesenheit. Nehmen wir mal an. Anwesenheitsbelohnung kassiert. Halt je nach Anzahl heute anwesender Gildenmitglieder Belohnung. 100 Gildenmitglieder gibt es also, Leute. Also es gibt eine ganze Menge Gildenmitglieder. Glaube ich zumindest. Aber hier kann man aktuell nur 20 drin haben. Je nachdem wahrscheinlich, wie hoch der, ne, Gildenangriff. Was haben wir hier? Guck mal ganz kurz doch das nochmal an. Dann haben wir das Gilden-Feature auch getestet. Es heißt, hier verstecken sich Wächter mit unglaublichen Kräften. Besiege die Wächter mit dem Beschwörungsstein, kannst du sie jederzeit rufen. Wächter sind mächtig, kämpfe gemeinsam mit anderen Gildenmitgliedern, um sie zu besiegen. Du musst innerhalb eines Zeitlimits siegen, also los. Greife mit Gildenmitgliedern Wächter in einem Zeitlimit an. Ein besiegter Wächter birgt viele Belohnungen. Wollen wir? Chancen für heute 3 Stück. Regenwald Völker bei Platz. Wächter A, tot oder leben, Gildenwächter. Wächter B, tot oder leben, Gildenwächter. Wir haben also 2 Gegner. Wir greifen einfach mal an. Mit angreifen. Wächterübersicht Sonja taucht oft in der Nähe des Dorfes in Amazonas auf, die das älteste Mädchen im Amazonas und seine Freundin von Woods. Eine großartige Mondschützin, die bereit ist. So, ich würde sagen, wir greifen die einfach mal an. Angriffsbeiträge 0 von 1 und Belohnungsinfo, was haben wir hier? Ansieger, Gilde, sendet Gilden 8 EP, ein Sonja Augenrufenstein, Sinneslohn an siegreiche Gildenmitglieder gesendet, die nach Beitrag verteilt und Senderlohn. Okay, ich würde sagen, wir kämpfen einfach mal gegen die und schauen, wie stark die denn so ist. Und ob wir vielleicht den ersten Kampf so. Bam! Okay, da seht ihr schon 99% meines Sallys Instant getötet worden. Nice Sache. Und so wie ich sehe, hat man überhaupt keine Chance. Was hat ein Sally für einen Cooldown, bitteschön? Okay, man muss innerhalb dieser Zeit anscheinend. Okay, ist überhaupt nicht möglich. Und nun? Okay, jetzt kommen die Gegner durch. Und dann passiert dann. Ihr seht, ich werde instant jedes Mal getötet. Sally hat eine Cooldown-Zeit unendlich. Und wir lassen die mal durchlaufen. Ich verstehe es nicht, wann ich hier verloren habe. Achso, man kann. Okay, man kann Gegner angreifen. Solange hat man Zeit. Und man muss versuchen, die zu töten. Wir haben jetzt schon 1% mittlerweile an Schaden gemacht. Schon mal super, ne? Super. Man kann hier nicht mal seine Kristalle aufrüsten. Ist ja abartig. Warum auch immer. Und Sally macht gar nichts. Sally kann nichts. Also dieses Gegen-Feature ist wirklich für den Arsch. Muss ich jetzt schon mal sagen. Wer sich so eine Scheiße ausgedacht hat, der verdient einfach nur ein paar Schläge. Was hat meine Sally bitte für eine Cooldown? Das sind doch locker 25 bis 30 Sekunden. Natürlich kann die da nichts machen. Selbst wenn ich mein Serious-Team mitgenommen hätte komplett. Seht ihr das? Was ist das für eine Cooldown von den allen? Ich habe nicht mal, ich habe 1% und das ist wahrscheinlich auch gerade noch so Trostbelohnung, weißt du? Aber wir können die halt nicht angreifen. Also ihr seht die ganzen Einheiten, die hier sind. Wir können die natürlich durchlaufen lassen, ne? Jetzt kommt natürlich keine, ja, jetzt kommen jetzt natürlich noch eine neue hinterher, logisch. Und instant tot. Alles klar. Muss ich nicht verstehen, oder? Diesen Sinn. Diesen Sinn muss ich nicht verstehen. Immer nur 99%. Schade um die 1 Million Coins. Zumindest bisher ist diese Gilde echt beschissen. So, 1% haben wir einen Schaden gemacht. Geile Sache. Ja, nicht loose. Loose kann es gar nicht sein. Man ist eine Gilde. Und jeder muss versuchen, das Vieh zu killen. Da gibt es keinen Loose. Ich krieg 24 lächerliche Punkte. Und einen Stern hat das Ding gerade mal. Ja, soll ja anscheinend, ne? Gibt er hier ordentlich Stärken. Okay, Freunde, von meiner Seite war es das erstmal auch gewesen. Die ersten Features haben wir damit vorgestellt und die weiteren wird dann halt mit der Zeit kommen. Ja, wir werden verwalten. Ihr seht, hier sind schon ein paar mehr. Die Leute müssen halt, wie gesagt, hier Info verwalten. Das ist halt das, was die Leute sehen. Und das müssen sie sich durchlesen. Muss unter Leinwand wieder Video posten. Und ich werde das dann halt angucken. Und ja, schauen wir mal, Freunde. Gilde ist auf jeden Fall erstmal so ein bisschen vorgestellt, auch wenn der Gilde wirklich Müll ist. Wir werden aber beim nächsten Mal den Rest noch erforschen. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Line Ranger. Bis dahin, ciao Leute.